Also nur mal so als Anmerkung, ich bin kein Mensch, der illegal unterwegs ist. Wirklich nicht. Nicht absichtlich. Also ich habe meinen Walk beendet. Es war mega anstrengend, aber mein Körper ist nicht so viel, wie ich dachte. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Napier und habe mich gehalten, weil es so schön aussieht. Ja, und jetzt fahre ich, glaube ich, also Napier müsste das da sein. Also ich glaube, lange fahre ich nicht mehr. Aber das fahre ich jetzt noch und dann bin ich in Napier und dann gucke ich mal, was ich da mache. Ja, das mache ich jetzt. Also nachdem ich den ganzen Tag durch Napier gelaufen bin und mir die Stadt angeguckt habe und sie super süß finde, das ist voll die goldige Stadt. Moment. Und ich mega den Heuschnupfen habe übrigens, nur mal so nebenbei, will ich mir gerade Abendessen machen. Auf jeden Fall habe ich meinen Gasherd angemacht und weil es so windig ist, hat es die Flamme rüber geschubst und dann ist die Gaskartusche in Flammen gewesen. Ich habe gerade ungefähr den Herzinfarkt meines Lebens bekommen. Meine Gaskartusche war einfach in Flammen. Aber ich habe jetzt hier so die Hülle von dem Gaskocher, also den Koffer dafür habe ich jetzt als Windschutz genommen und hoffe, dass das so funktioniert und es nicht schon wieder in Flammen gerät. Das wäre nämlich echt irgendwie doof, weil ich habe Hunger. Für mich gibt es heute übrigens Reis mit Karotten und Thunfisch. Mal gucken, wie es wird, ne? Aber ich glaube, es wird. Es wird immer gut. Ich koche meine Karotten gerade, damit sie schön weich sind. Also meine Karotten sind gekocht und dampfen vor sich hin. Jetzt warte ich auf den Reis. Da spielt eine Gitarre. Sieht doch mal super lecker aus. Reis mit Karotten und Thunfisch. Jetzt gibt's Abendessen. Kochendes Wasser. Weil es ist nämlich kurz vor 7:30 oder so. Und Lina macht sich den ersten Kaffee. Seit ihrem Great Walk. Ich habe einfach keinen Kaffee gehabt. Das machen wir gerade an. Und dann, ich habe mir schon eine Mango aufgeschnitten. Und dann gibt es Porridge mit Mango. Sehr lecker. Ich freue mich drauf. Es wird ein schöner Tag. Es ist so schön. Die Sonne ist draußen und keine Wolken. Und mein Wasser kocht. Also tau. Also nur mal so als Anmerkung. Ich bin kein Mensch, der illegal unterwegs ist. Wirklich nicht. Nicht absichtlich. Ich habe diesen Campingplatz auf Campermat gefunden und da hieß es, man darf hier 3 Nächte bleiben. Solange man keinen Dreck hinterlässt und da sind auch Toiletten und da ist auch ein Trinkwasserbrunnen. Und das Einzige, was ich wusste, ist, dass man, wenn man hier steht, aufpassen muss, dass vor und hinter einem Auto vorbeikommen. Und was noch, dass man nicht länger als 3 Nächte bleiben darf. Jetzt ist es ja schon ziemlich früh. Ich habe mein Frühstück gerade fertig gemacht. Und dann kam einer vom Council und hat gemeint, man darf hier nicht campen, wenn man nicht self-contained ist. Und ich so, Entschuldigung, das wusste ich nicht, ob ich mein Frühstück noch beenden darf. Und dann hat er gemeint so, ja, ja, aber dann muss ich gehen. Und ich so, ja, okay, kein Stress, weißt du? Und dann, ja, jetzt habe ich gefrühstückt und jetzt trinke ich noch meinen Kaffee und dann gehe ich aufs Klo und dann gehe ich. Aber das wusste ich echt nicht. Ich habe echt gedacht, ich bin legal hier. Wirklich, versprochen. Großes Indianer-Ehrenwort. Naja, ich hatte trotzdem eine schöne Aussicht beim Frühstücken. Also ich habe mich mit so einem Typen unterhalten, der neben mir geparkt hat. Und der hat gemeint, ja, dass die Anwohner sozusagen, die da arbeiten, die wollen da parken. Und dann im Nachhinein, ich war halt dann noch kurz auf dem Klo. Und dann habe ich halt gesehen, so, ja, dass da stand, ab 9. Dezember, heute ist der 10., werden nicht self-contained Autos weggebracht. Aber ich bin jetzt weg, deswegen kein Stress.